Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 79, das ist Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, vereinbarungsgemäß ohne Aussprache. Aber Herr Dr. Grobe, bitte schön. Wir beantragen zu Top 79 eine namentliche Abstimmung. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Zu Tagesordnungspunkt 79 ist damit die namentliche Abstimmung nach § 86 unserer Geschäftsordnung beantragt. Wir kommen jetzt dann, ich darf um mehr Ruhe im Plenarsaal bitten, wir kommen jetzt zur Abstimmung der Tagesordnungspunkte des heutigen Plenartages. Ich habe den Gong jetzt mehrfach getätigt. Ich darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können oder sollen wir kurz aussetzen, wie das die Geschäftsordnung vorsieht. Bitte schön, Kollege Lenders. Herr Präsident, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, haben wir unsere Fraktionsräume in der Marktstraße. Wir brauchen noch ein bisschen, bis die Kollegen denn da sind. Dann setze ich die Abstimmung jetzt so lange aus, bis die parlamentarischen Geschäftsführer mir ein Signal geben. Bitte, wer hat sich gemeldet? Kollege Frömmrich, bitte schön. Ich darf um Ruhe bitten im Plenarsaal. Kollege Frömmrich. Herr Präsident, vielen Dank. Alle Abstimmungen jetzt warten oder können wir die anderen schon machen? Es geht ja wohl in der Hauptsache darum, die namentliche Abstimmung nachher zu machen und den Kollegen der FDP die Möglichkeit zu geben, an der namentlichen Abstimmung teilzunehmen. Aber die anderen Abstimmungen könnten wir vielleicht schon vornehmen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Kollege Lenders. Kollege Lenders, sind Sie einverstanden, dass wir es so machen? Alles klar. Das Aussetzen bzw. die kurze Pause bezieht sich ja nach § 86 auch nur auf die namentliche Abstimmung. Aber ich frage der guten Ordnung halber, weil wir uns darauf vereinbart haben. Dann fangen wir schon einmal mit den Tagesordnungspunkten an, die wir nicht namentlich abstimmen. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tag. Die Liste über die Abstimmungen haben die parlamentarischen Geschäftsführer ja erhalten. Ich beginne mit Tagesordnungspunkt 20. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket, Drucksachen 20-3084 zur Drucksache 20-3018 zur Drucksache 20-2952. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts zu? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, von Bündnis 90 die Grünen und die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD, die Freien Demokraten und die Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf der Landesregierung angenommen und zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zum Ausbau von Radschnellverbindungen Hessen, 2029-01 zu 2018-85 zu 2010-80. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion die Freien Demokraten, die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten abgelehnt. So, jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 79. Kann ich beginnen? Sind alle einverstanden, wenn ich beginne? Kann ich mit der namentlichen Abstimmung beginnen? Alle sind einverstanden. Das ist der Entschließungstagesordnungspunkt 79, das ist der Entschließungsantrag Fraktion der AfD, Abstandsregelungen, Ersatzräumlichkeiten für Plenarsitzung, Drucksache 20-3011. Wir beginnen mit dem namentlichen Aufruf, und ich darf die Schriftführer beginnen, ihres Amtes zu walten. Herr Utter, fangen Sie an. Danke schön. Ulrike Alex. Nein. Tarek Al-Wazir. Nein. Katrin Anders. Nein. Lina Arnold fehlt. Sabine Bächle-Scholz. Dirk Bamberger, nein. Jürgen Banzer, nein. Dr. Ralf Norbert Bartelt, nein. Elke Barth, nein. Alexander Bauer. Frank, ja. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, nein.
Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Christiane Böhm. Karl-Hermann Bolldorf. Volker Bouffier. Silvia Brünnel. Dr. Matthias Büger. Thailand Burcu. Ines Klaus. Miriam Dahlke. Wolfgang Decker. Christoph Degen. Frank Diefenbach. Angela Dorn. Tobias Eckert. Nina Eisenhardt. Arno Enners. Nancy Faeser. Dr. Horst Falk. Martina Feldmeier. Thorsten Felstehausen. Carina Fissmann. Hildegard Förster-Heldmann. Jürgen Frömmrich. Sandra Funken. Klaus Gagel. Dirk Graf. Kerstin Geis. Nadine Gersberg. Lisa Gnadl. Eva Goldbach. Dr. Frank Grobe. Vanessa Kronemann. Stefan Krüger. Gernot Krumbach. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn. Karin Hartmann. Erich Heidkamp. Christian Heinz. Birgit Heitland. Thomas Hering. Klaus Hermann. Priska Hinz. Heike Hofmann. Markus Hofmann. Andreas Hofmeister. Hartmut Honka. Knut John. Bijan Kaffenberger. Rolf Kahnt. Norbert Kartmann. Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Levringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber. Nein. Frank Lorz. Nein. Dr. Alexander Lorz. Nein. Heinz Lotz. Nein. Felix Martin. Nein. Daniel May. Nein. Markus Meissner. Nein. Hans-Jürgen Müller. Nein. Michael Müller. Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Bromny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Rainer Rahn, Nein.
Claudia Ravensburg. Nein. Michael Reul. Nein. Boris Rhein. Nein. Volker Richter. Ja. René Rock. Nein. Günther Rudolph. Nein. Michael Ruhl. Max Schad, Jan Schalauske, Marion Schardt-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinratz, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Uhlert, nein. Tobias Utter, Joachim Veihellmann, Bernd Erich Vohl, ja. Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann, nein. Alexandra Walter, ja. Kati Walter, Thorsten Warnecke, nein. Sabine Waschke, nein. Marius Weiß, nicht da, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, ja. Walter Wissenbach, Janine Wissler. Tugut Yüksel. nein, schon. So, jetzt ist noch nachgekommen der Kollege Grumbach. Herr Kollege Grumbach, darf ich Sie noch um Ihre Stimmabgabe bitten? Hat ansonsten jeder Kollege die Möglichkeit gehabt, seine Stimme abzugeben? Oder ist noch jemand während der Abstimmung hinzugekommen? Dann soll er sich bitte jetzt melden. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführer, das Ergebnis auszuzählen.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Ergebnis. 125 Stimmen sind abgegeben worden. Mit Ja haben 15 gestimmt, mit Nein haben 110 gestimmt. Enthaltungen hat es nicht gegeben. Damit ist der Entschließungsantrag der AfD abgelehnt worden. Nach meiner Liste sind wir am Ende der Abstimmungen für den heutigen Tag. Allerdings müssen wir noch ein bisschen mit der Tagesordnung verfahren. Deswegen darf ich die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, was machen wir mit den restlichen Tagesordnungspunkten? Tun wir die in den Fachausschuss oder in das Plenum für September 2020? Tun wir alles in den September 2020? Alles klar, geht alles rüber. Jetzt darf ich Sie noch darüber informieren, dass nun der Haushaltsausschuss im Sitzungsraum 501a tagt und der Untersuchungsausschuss zu seiner Konstituierung in Sitzungsraum 301p zusammenkommt. Wir sind am Ende der Sitzung für heute angekommen. Ich freue mich wieder, wenn wir uns am Donnerstag um 11 Uhr am gleichen Ort wieder treffen. Alles Gute und bis bald.